So, diesmal ganz locker beim Käffchen mit dem Jörg Fuchs. Jörg ist auch ein langjähriger NHC-Athlet, den ich auch schon ein paar Mal die Ehre hatte, auf der Bühne zu bewerten. Hast ja auch schon mehrere gute Titel weggerissen. Mehrfacher deutscher Meister, ne? Oder? Ja, Mr. Universe, Europameister. Mr. Universe, genau. Erzähl gleich mal ein bisschen selber. Du coachst auch, Jörg. Heute hast du allerdings bei Route to the Stage jetzt keine Leute mit dem Schlepptau. Aber erzähl einmal ein bisschen von dir so. Ja, wie gesagt, ich mache den Sport jetzt schon seit 25 Jahren. Mache ich aktiv Wettkämpfe. Ich habe schon weit über 100 Meisterschaften mitgemacht und sag ich mal, da das ja so langsam irgendwo mal dem Karriereende zugeht, ich meine, ich bin zwar immer noch aktiv, macht halt immer noch sehr viel Freude. Ja, du warst das letzte Mal auf der Bühne jetzt im Mai war das noch, im Mai, ne? War ich und im Herbst war ich auch wieder, ja, da habe ich mich gar nicht vorbereitet, einfach, ich hatte ein paar Jungs am Start, die ich gecoacht hatte, den Serkan und den Werner Vollkommer und sag ich mal, wenn ich Leute coache, muss ich ein bisschen Vorbildfunktion sein und ich habe mit denen trainiert und hab gesehen, ich ernähre mich das ganze Jahr eigentlich immer ganz gut, Form stimmte und dann habe ich gesagt, komm, dann gehst du mit den Jungs dahin und stell sie einfach mit dabei. War jetzt zwar nicht 100%, aber sag ich mal, da bin ich trotzdem noch Zweiter geworden ohne Vorbereitung und ich muss sagen, für mein Alter muss ich sagen, funktioniert immer noch mit den Jungs da mitzuhalten und wie gesagt, die Wettkämpfe machen mir immer noch sehr viel Spaß. Aber der Vordergrund steht jetzt nicht mehr da drin, zu sagen, ich muss jetzt unbedingt einen Wettkampf gewinnen. Ich mache einfach nur noch für mich, um mir dazu beweisen, ich schaffe das noch, ich kann noch mithalten. Und natürlich, wenn ich vorne bin, freue ich mich natürlich. Und wenn nicht, ist auch kein Untergang. Und mittlerweile macht es mir aber schon sehr viel Spaß, mache ich aber auch schon ein paar Jahre, dass ich die Jungs da coache. Können sich bei dir noch welche melden, die zum Beispiel einen Coach suchen? Natürlich, also die Leute können sich eigentlich immer melden. Ich muss halt nur gucken, ob das zeitlich machbar ist. Aber grundsätzlich können die Leute mich gerne ansprechen, mich über Facebook zu kontaktieren. Und ich habe da immer ein offenes Ohr, die kriegen auch eine Antwort von mir. Und wenn das so in der Nähe ist, mache ich auch eine Wettkampfvorbereitung mit denen, ist überhaupt kein Ding. Ich stehe denen da mit Rat und Tat zur Seite und ich sage, jeder hat mal irgendwo angefangen. Ja, klar. Und deswegen finde ich die Veranstaltung auch klasse, weil hier sind ja sehr viele Neulinge und die vielleicht auch gar keine Ahnung davon haben. Die bringen bitte gewisses Potenzial mit, aber wissen nicht, wie sie damit umzugehen haben. Und hier sind halt sehr viel erfahrene Coaches und die können den mit ihrer Erfahrung, mit Rat und Tat zur Seite stehen, finde ich wichtig. Natürlich muss der Athlet dann das alles umsetzen können, die nötige Disziplin haben. Ja, du hast immer zwei zu, ne? Naja, klar. Man kann ja immer nur so eine Richtlinie geben, so funktioniert das. Was die letztendlich daraus machen, ist denen ihre Sache. Ja. Und wie manche schon gesagt haben, Schuld ist natürlich hinterher immer der Trainer, wenn nicht gelaufen ist. Aber das ist ja Quatsch, das wissen wir halt selber. Ja. Ich finde halt nur immer, ist halt wichtig, wenn die Athleten das Maximale und alles getan haben, was möglich ist, um eine optimale Form rauszuholen, dann haben sie schon viel geschafft, überhaupt den Weg zur Bühne zu schaffen, da oben zu stehen, da gehört schon viel zu. Ja, da gehört sehr viel Respekt zu. Und, Darf ich fragen, du bist ja keine Frau, wie alt bist du jetzt? Ich bin 44 und ja. Aber für 44, guck mal, unvorbereitet einen zweiten Platz noch gemacht. Also hast du dich doll geärgert da, wo du einen zweiten gemacht hast? Nein, ich habe einmal gegen den Dirk Fischer verloren, der war in Topform, überhaupt gar kein Ding. Das stimmt, ja. Gar kein Ding und da ich meine, der Body 3 habe ich ein bisschen geärgert, habe ich gegen den Yannick Schotter verloren, bin ich Zweiter geworden, auch ein guter Junge. Aber okay, ich muss das so akzeptieren, dafür sitzt unten eine Jury, kann nur einer gewinnen und ich sehe das mittlerweile sehr sportlich und bin auch sehr gelassen. Früher war das mal anders, da habe ich mich immer sehr aufgeregt. Ungestüm. Ja, da war man halt zu verbissen und sag ich mal, mit dem Alter wird man da ein bisschen ruhiger. Und ja, du hast ja auch bis dahin hast du jetzt auch einige Titel schon erreicht und abgeräumt und da wird man sowieso ein bisschen gelassener, denke ich mal. Ne? Ich gehe ja auch nicht mehr mit so einem Druck dahinter, ich muss, ich habe eigentlich schon alles gewonnen, was zu gewinnen gibt und von daher, ich mache es einfach zum Spaß. Ja, soll es auch sein. Und, ja, also. Ich kann auch den Athleten nur mit am Weg gehen, der jetzt mit anfängt, nicht zu verbissen, an die Sache ranzugehen und nicht mit Druck. Natürlich mit der nötigen Ernsthaftigkeit an die Sache rangehen, aber nicht so verbissen werden, das geht meistens in die Hose. Genau. Ich kann da nur aus Erfahrung sprechen, wie das bei mir früher war. Ich war zu verbissen, ich habe immer gesagt, ich muss.
Und dann ist es oft in die Hose gegangen. Und dann sollten sie sich vielleicht zu Herzen nehmen. So. Genau, da ist man halt zu enttäuscht. Dann sagt man, ja, ich mache nie wieder einen Wettkampf. Genau. Habe ich auch welche. Ich mache nie wieder einen Wettkampf. Und da sieht man sie nachher doch wieder. Naja, ich habe auch gesagt, jetzt ist Schluss, ich mache nichts mehr. Ja, ein halbes Jahr später stand ich wieder da. Und, einmal okay, und ja, ist halt ein Problem, wenn man... Niederlagen gehören genauso dazu, ja, ja. Ne, zu dem Sport, genauso wie Erfolge. Aber ich finde, auch gerade wenn das bei Anfängern ist, wenn sie vielleicht nicht so gut abgeschnitten haben, muss man das analysieren, wo hat es dran gelegen, war ich noch nicht so weit oder Fehler in der Diät gemacht oder so. Ja. Dann sollte man nicht den Kopf in den Sand stecken und dann einfach aufstehen und weitermachen und beim nächsten Mal einfach besser kommen und... Ja. Ja, so sollte es sein. Ne? Eben hatten wir auch einen jungen Athleten, Markus hieß der, der sagte auch, er ist jetzt einfach hier, weil er es nur gehört hat, Rujo Stage, hat einen Kumpel mal mitgenommen, ja. Er hat noch keinen Coach. Ich sage, das ist die beste Möglichkeit, jetzt mal einen Coach zu suchen. Und dann den Andreas Scholz interviewt, da sagte eben auch, können Sie nur Sportrevue eine Seite, Nussöl, da hatte keiner einen Coach, der ihnen zur Seite steht, also sind die heute schon viel mehr ein Vorteil. Und von daher sind solche Veranstaltungen wie heute Gold wert, um solche Coaches wie dich zu treffen, die anzusprechen und von Erfahrungen wie ihr seid zu profitieren. Ne? Ja, also früher gab es das gar nicht. Ich habe das Glück damals auch gehabt, einen guten Coach zu haben, der auch selber aktiv Wettkampf-Bodybuilding gemacht hat. Da konnte ich als junger Athlet, als 18-Jähriger natürlich sehr viel von lernen. Von dem, was der mir beigebracht hat, mache ich natürlich heute nichts mehr von. Die Zeiten ändern sich. Ja, und, aber es ist schon sehr wichtig, wenn man jemanden an seiner Seite hat, der da Erfahrung hat. Und die Jungs oder auch die Mädels, die sollten die Chance echt nutzen, sich einen erfahrenen Vorbereiter an die Seite zu nehmen, weil unvorbereitet, ohne Coach, kann ich eigentlich nur sagen, geht halt meistens in die Hose. Es sind Leute mit Potenzial, die stehen dann auf der Bühne, denen hat man nicht gezeigt, wie man post. Ja. Ne, ist halt immer ein Präsentationssport und da ist es halt sehr wichtig, nicht nur eine gute Form zu bringen, auch die zu präsentieren. Und da machen halt viele sehr viel falsch und dafür sind halt solche Coaching-Days da, genau. Um sowas zu nutzen. Ja. Ja. Und sowas kann schon Plätze kosten, wenn welche falsch posen. Sehe ich als Kampfrichter ja auch. Ich denke, sieht super aus, der Junge, und dann präsentiert er sich. Andere präsentieren sich besser und schon hat er dadurch zwei, drei Plätze verloren. Ich meine, das ist richtig, was du sagst. Ich meine, die Küren, die werden ja heute nicht mehr gefordert. Finde ich eigentlich ein bisschen schade, ja, weil es gehört einfach zu dem Sport dazu. Genau. Auch ich bin jetzt auch nicht der beste Poser, muss ich ganz ehrlich sagen. Für mich war immer wichtig, Line-up, Pflichtposen, die müssen perfekt sitzen, weil damals... Posen schon, meinst du, Jörg? Du meinst jetzt Küren? Ja, eine Kür, ne? Ja, ja. Also ich war jetzt nicht der Entertainer, ich kann mich zwar fließend bewegen, sieht auch eigentlich ganz nett aus, aber dass ich da jetzt eine riesen Show mache, dass wir ja auf eine Tanzveranstaltung sind, so ein Typ bin ich jetzt nicht. Ich finde das immer klasse, wenn Leute sich klasse bewegen können, ne? Und einen besonderen Show-Eck einfallen lassen. Das geht ein bisschen unter. Ja. Natürlich gibt es auch die Leute, die sich gar nicht bewegen können und die versuchen dann eine Kür da darzustellen. Ist manchmal nicht schön anzugucken. Deswegen ist das okay. Die Leute, die eine Kür machen wollen, sollen sie machen, die anderen nicht. Geht nicht in die Wertung rein, ist in Ordnung, finde ich auch gut. Ja, dann nimmt man bei vielen den Druck so ein bisschen raus. Ja. Letztendlich geht es ums Posing, genau, sich zu präsentieren. Sollte der Körper bewertet werden und nicht wieder einer rum da tanzen kann. Und muss ich sagen, das ist schon eine gute Entscheidung, aber letztendlich finde ich es gut, wenn das trotzdem gemacht wird. Ja. Zumindest bei den Leuten, die es können. Jetzt haben wir noch eine neue Klasse dazu bekommen beim NRC, die Physik. Ja, was hältst du davon oder was sagst du dazu? Ja, ich kenne das jetzt halt von anderen Verbänden, diese Physikklasse beim IFBB ist es ja eingeführt worden. Hat einen riesen Run, muss ich sagen. Ich habe das früher mal ein bisschen belächelt mit diesen langen Hosen. Ja, ich muss sagen, die Jungs, die sind wirklich gut austrainiert. Also vom Body her muss ich sagen, top. Wie die sich präsentieren, das ist nicht mein Ding, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja gut, damit gibt man andere eine Chance, da auch die so auf diese sieben Pflichtposen, die stehen, sich eine zu präsentieren, jedem das seine. Ne? Okay, sag ich mal, da gibt es halt viele Kategorien, da können sich die Leute halt aussuchen, was sie machen möchten. Können wir dich auch nicht vorstellen beim Physik. Nee, da müsste ich auch zu viel abnehmen und ich muss sagen, ich will die Klasse nicht schlecht machen, aber für mich als Bodybuilder muss ich sowieso schon den ganzen Tag um Wettkampf warten. Wir sind immer zum Schluss dran. Und diese Klassen sind extrem voll und dauern extrem lange. Ja. Genauso wie diese Bikini-Klassen. Und für einen Wettkampf-Bodybuilder, gerade in den Männerklassen, ist das natürlich immer sehr langwierig, so eine Meisterschaft. Nein, das stimmt. Und man sollte vielleicht die Reihenfolge ein bisschen ändern.
das halt alles ein bisschen anders aufgeteilt ist. Vielleicht mal einfach mal ein bisschen durchmischen. Das genau, eine, genau. Die eine Saison so, die andere Saison so, da kommen die Frauen mit zum Schluss dran oder so. Aber gut, aber okay, müssen wir mal sehen. Ich finde die Klasse, kann es ruhig geben. Und ob die sich jetzt hier bei der NAC durchsetzt, weiß ich nicht. Denke schon. Ich denke auch. Weil bei der IFBB ist das, die sind die Klassen so voll. Und da ist es halt schwierig, dann auch einen guten Platz zu machen, halt, weil zu viele sind. Ja. Und gerade wenn da schnell entschieden werden müssen, gibt es viele Fehlurteile. Ja. Und ich denke mal, viele sind dann verärgert und sagen, okay, ich gehe dann zur NAC, da sind noch nicht so viele. Da stehen vielleicht nicht 20 Mann auf der Bühne und da kann man objektiver bewerten. Ich weiß es nicht, aber man wird sehen, ob sich das durchsetzt. Wir sind sehen, aber man muss mit der Zeit gehen. Andere Verbände machen es auch, haben wir deswegen nachgezogen, muss halt sein. Ich meine, und viele freuen sich doch. Diese Alleen bringen natürlich auch ihre Zuschauer mit. Ist immer wertvoll für Stimmung, für die Veranstaltung. Genau. Und sag ich mal, schaden kann nicht. Nein. Wenn sich das etabliert, sollen sie das weitermachen und wenn nicht, dann wieder raus damit. Aber die Bodyklasse bleibt auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, da lebt die Veranstaltung von. Ne? Ja, also viele wollen halt noch ein bisschen Fleisch sehen und auch die, muss ich ganz ehrlich sagen, die Athletikklassen sind auch spitzenmäßig. Ja, klar, absolut. Was die für eine Muskelqualität am Tag bin ich schon bei. Ja, Muskelqualität, Härte, schöne Linie. Auf jeden Fall. Jede Klasse hat sein eigenes. Genau. Gut, Jörg, ich danke dir vielmals fürs Interview. Dann genieß die Zeit noch ein bisschen, deinen Kaffee da kalt geworden ist. Die Leute, die Interesse haben, die können sich über Facebook bei mir melden. Beim Jörg Fuchs über Facebook. Genau. Und dann sollen sie einfach anschreiben. Einfach eine persönliche Nachricht schreiben und die bekommen auch 100%ige Antwort von mir. Kurze Frage noch, wo kommst du her oder in welchem Gebiet? Ich komme aus Hamm, das ist bei Unna. Ja. Also auch zentral. Ja, eigentlich noch zentral. Ja. Und wie gesagt, wenn ich da helfen kann, einfach anschreiben. Ihr habt es gehört. Melde dich einfach beim Jörg. Jörg, nochmal vielen Dank fürs Interview und viel Spaß noch heute. Ja. Ja? Danke dir. Super.